Heute begrüßen uns hier nämlich Wolf und Eddie, unsere Kukunis für den heutigen Abend. Und da darf ich schon mal nicht einen, sondern zwei Cuba Libres bestellen, nämlich auch für meinen Gast mit. Würdet ihr uns das machen, kredenzen, das wäre ein Traum. Jetzt wusel ich mich hier durch und da ist er. Und wir treten mal einmal raus, weil es nämlich hier richtig kalt wird und richtig mit Lichtern. Komm mal mit mir. Und bei mir steht nämlich der Autor, Humorist, und Türsteher und Künstler und Alltagsbeschreiber. Es ist Viktor Hacker. Guten Abend, Viktor. Schönen guten Abend. Schön, hier zu sein. Herzlich willkommen. Wir stehen hier wunderbar mit herrlichem Blick über den Weihnachtsmarkt und über ganz St. Pauli. Du hast hier schon eine Menge an der Tür gestanden, seit 30 Jahren. Zeig uns doch mal, wo du schon mal Erfahrungen gesammelt hast. Naja, ja, eigentlich schon überall. Mein Hauptstandpunkt ist ja der Hamburger Berg, ne? Weil der Hamburger Berg ist speziell. Wir haben ja hier auf dem Weihnachtsmarkt haben wir genauso viele Lichter, wie am Wochenende immer auf dem Hamburger Berg als Gäste rumlaufen. Ne? Sind auch ähnlich trüb manchmal, nicht alle. Ne? Und Sie haben die Lichter an? Ja, die Lampe geht ja dann meistens irgendwann wieder aus. Ne? Das ist irgendwann flackert und dann geht es wieder aus. Und dann bist du natürlich als Türmann gefragt, ne? Um die Leute vor sich selbst zu beschützen. Gibt es da irgendwas, was dich jetzt so nach so langer Zeit nochmal überraschen würde an Gästen? Gibt es irgendwas, womit man dich nochmal kriegt, dass du sprachlos bist? Es passiert eigentlich jedes Wochenende, ne? Weil die Kreativität der Menschen in Sachen Verhaltensoriginalität, die ist nicht zu toppen. Ne? Das heißt, du denkst, du hast alles gesehen und dann passiert wieder irgendwas. Wobei es ja nicht unbedingt negativ sein muss. Ne? Es ist ja ganz nett, überrascht zu werden an der Tür. Es ist ja nicht unbedingt immer negativ. Die 90% der Leute sind ja völlig in Ordnung. Ne? Da sind dann die 10%, die dann den Abend abenteuerlich machen. Okay, hast du deine Lieblingsgeschichte? Naja, es gibt ja neulich wieder so ein Ding. Also in dem einen Club, wo ich stehe, da geht eine Treppe nach oben und es geht ein langer Gang nach unten. Ne? Und dann wollte so ein Mädel, die kam rein und fragte mich, wieso da eine Treppe ist. Ne? Und ich meinte natürlich dann so als Türmann, ich will helfen und sag, ich glaube, der Architekt dachte sich, so kommt man besser in den ersten Stock. Und dann meinte sie, wir Türleute würden immer so doofe Antworten geben und wollte dann links durch die Tür, da ist so ein kleines Kabuff, wo wir unseren ganzen Kram so lagern. Und ich sag, wo willst du denn da hin? Mach die Tür mal wieder zu. Ne? So, ja, ich will in den Club. Ja, dann brauchst du nur geradeaus durchzugehen oder die Treppe hoch. Ne? Sie, nee, ich will in den Club links daneben, in den Club nebenan. Und er sagt, das ist aber das Türkabuff, da kannst du nicht durch. Ja, kann ich da nicht durch? Ich meine, das ist doch die Tür zu. Ich sage, mit ein bisschen Anlauf wird es dir vielleicht gelingen, die Wand zu durchbrechen. Ne? So, und dann steht sie da und sagt, dass ihr Türleute immer so blöde Antworten geben müsst, geht raus und rauscht linksrum ab. Also eine völlig andere Richtung als vorher. Ne? Kam dann natürlich dann nach einer halben Stunde wieder und dann bist du natürlich schuld. Ne? Du bist als Türmann immer schuld. Ne? Ist das so? Ja. Die sagen ja auch, hier war früher Club XY. Und du sagst, nee, hier ist immer der Club Z. Ne? Nein, früher war hier XY, das weißt du nicht, weil du noch nicht so lange auf dem Kiez. Ich sag, du, ich stehe hier seit 30 Jahren rum. Ne? Hier ist immer XYZ gewesen. Und so, nein, ne? Und dann versuchen sie stemmen sich gegen die Realität. Und du bist als Türmann verpflichtet, sie davon zu überzeugen, dass das ungesund ist. Ich weiß nur, dass es jeder noch irgendwie versucht, reinzukommen mit den buntesten Ausreden. Was machst du da, wenn du einfach jemanden nicht reinlassen willst? Naja, das ist die Kunst des Türmannes, besteht ja darin, das Wort Nein so zu vermitteln, dass der Gast es versteht. Ne? Und das ist nicht so einfach, ne? Weil Nein bedeutet ja für den Gast Jein oder eine Diskussionsgrundlage. Ne? Aber ich weiß, wenn ich dann zu jemandem sage, so Alter, es tut mir leid, aber du hast dein Ziel des Abends erreicht, du kannst nicht mehr, geh nach Hause, weil alles, was du bis jetzt nicht gefunden hast, das wirst du jetzt nicht mehr finden. Und selbst wenn du es findest, du kannst nichts mehr damit anfangen. Ne? Und dann habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, ich habe so kleine... Hast du dir was ausgedacht? Ja, ich hab so kleine Kärtchen immer dabei, da steht halt Nein drauf. Und wenn so ein Gast immer wieder auftaucht, so nach 10 Minuten wissen die ja immer nicht, dass sie gerade bei dir waren und dass sie ihn erklärt, dann drücke ich ihm dieses Kärtchen und sage, pass auf, jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, mir eine Frage stellen zu müssen, dann liest du dir dieses Kärtchen durch. Ne? Und steht da ja natürlich drauf, im Zweifel wenden. Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, ne, dann drehst du das Kärtchen einfach um. Und da steht Nein. Die Frage nochmal geliefert, ne? Also die Antwort.
Es ist nur doof, weil auf Dauer ist das so, die schmeißen natürlich die Kärtchen immer weg und sagen, du willst mich verarschen? Und ich sage, nein, auf gar keinen Fall, du bist Gast und König. Ne? Nur auch ein König ist an die Grenzen der Realität gebunden. Und da habe ich mir dann irgendwann ein anderes Ding ausgedacht. Jetzt kommt noch was gegen die Umweltverschmutzung wahrscheinlich. Keine Karten mehr wegschmeißen. Ja, weil die liegen dann da alle rum und überall steht dann Nein. Und dann nehmen die anderen Gäste, die ich ja haben will, nehmen das dann sich zu Herzen und gehen weg. Das geht nicht. Ne? Also ich will ja nur die 10% loswerden. Ich habe mir den Nein-O-Mat ausgedacht. Das ist, pack's aus. Ja, das ist ein... Das ist so ein Push-Button. Ich bin ja auch Sprecher vom Beruf. Und ich habe ganz viele Neins hier drauf gesprochen. Ich halte den Karton. Ja, ich habe hier ganz viele Neins drauf gesprochen. Und wenn jetzt ein Gast kommt, das Ding liegt also auf dem Tisch, den du als Türmann immer vor dir hast, der liegt dann also da, dieser Button. Und sage ich, pass auf, wenn du das Gefühl hast, dass du mich nochmal fragen musst, ob du in den Club hinein darfst, dann drückst du einfach hier drauf. Nein, denn Nein heißt Nein. Nein heißt wirklich Nein. Doch. Das schont ja deine Stimme auch, oder? Ja, das schont die Stimme, ne? Und der Gast hat was zum Spielen. Ne? Das ist so schön, lass uns mal reingehen, während du weitererzählst. Den bräuchte manch einer hier vermutlich auch. Aber weißt du, was ich sehr schön finde? Du hast ja mal Udo Lindenberg nicht in den Club gelassen. Wie ist denn das bitte passiert? Ohne Nein-O-Mat wahrscheinlich noch. Ja, das war jetzt ein bisschen peinlich, weil als Türmann versuchst du ja immer Herr der Lage zu sein. Und jetzt war das so, er hat da Geburtstag gefeiert und ich wurde als Security mit angeheuert und stand da. Und irgendwann stand halt dieser Udo Lindenberg-artige Mensch vor mir. Und ich habe den nicht reingelassen, weil ich dachte, das wäre ein Stalker und ein Double. Ne? Und Ernsthaft? Ja, er versuchte mich nun davon zu überzeugen, irgendwie, dass er Udo Lindenberg... Ich sage, nee, Udo Lindenberg ist viel größer. Ich meine, du bist ja genauso groß wie ich, das kann ja nicht sein. Und dann kam dann irgendwann seine Managerin und sagte, Udo, was machst du denn hier draußen? Der Türmann lässt mich nicht rein. Er hat das dann aber sehr sportlich genommen und mir dann ja auch ein Eierlikör rausgebracht. Okay, apropos Eierlikör, komm, wir trinken mal ein Cuba Libre. Das ist doch herrlich. Und alle anderen hier heben einfach auch mal ihre Gläser. Wir sagen mal, alle Mann Prost. Prost Kukun, Prost alle, Prost Viktor. Zum Wohl. Prost. Endlich mal jemand, der mit mir Cuba Libre trinkt. Cuba Libre ist ja super wegen der Vitamine. Ne? Absolut, oh, da ist Limette drin, Vitamin C, aber das Koffein ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Sag mal, wann wirst du denn wieder an der Tür stehen? Witzigerweise habe ich mich nach 10 Jahren dazu breitschlagen lassen, mal wieder Silvester zu arbeiten. Ne? Silvester ist für den Türmann sowas wie der Endgegner. Das kommt, naja, es gibt noch einen schlimmeren, das ist dann Schlagermove. Also das ist quasi der Godzilla unter den Partymomenten. Ne? Wenn der Gesocks-Tsunami dann aus Pinneberg so langsam an der Station Reeperbahn anschwillt. Nee, aber ja, nichts gegen Pinneberg. Ich habe da 10 Jahre gearbeitet, ne? Früher noch als Gartentexter. Ich habe da, ne, das war eine schöne Zeit, aber ich war immer froh, wenn ich wieder nach Hause konnte, ne, mit der S-Bahn. Wie haben die dich gekriegt? Ich meine Silvester? Sie zahlen mir das Doppelte von dem, was ich sonst kriege. Und wie viel ist das? Das sag ich doch nicht. Kannst du mir das ins Ohr sagen? Okay, das lohnt sich. Finde ich nicht schlecht. Und dafür, ja gut, da nützt ja nichts. Du bist natürlich auch St. Pauli-Kenner und wir wollen auch immer ein bisschen über St. Pauli quatschen. Wir haben auch später noch echte Fachleute. Du hast mir ein Wort zugeworfen. Du vergleichst St. Pauli eigentlich mit Disneyland. Und da habe ich sehr drüber geschmunzelt. Naja, ich meine, das ist ja immer das Problem, wenn du einen Stadtteil hast, der eigentlich für alle anderen Leute, also ich meine, da wohnen ja auch Menschen und arbeiten da, und für alle anderen Menschen ist das der Vergnügungsraum. Ne? Und wenn du damit sehr erfolgreich bist, ne, dann beißt sich dann ja irgendwann die Katze selbst in den Schwanz, weil das natürlich dann immer mehr Leute anlockt. Wir müssen jetzt mal überlegen, also ich habe neulich eine Zahl gelesen, dass wir 86 Millionen Besucher jedes Jahr in Hamburg haben, also Städtereisende, und jeder zweite davon geht mal auf den Kiez. Ne? Das kann man sich natürlich vorstellen, das sind hier 900 Meter, was für eine unfassbare Menge an Menschen hier durchwalzt jedes Wochenende. Ne? Und so viele Menschen auf einem Haufen, die haben natürlich auch viel Geld. Ne? Und das Geld, das sollen sie auch ausgeben. Ne? Und dann schafft man natürlich Anreize dafür, dass sie es ausgeben. Und dann verändert sich der Stadtteil. Er wird natürlich schöner, in Anführungszeichen. Das ist ja immer Definitionssache. Ich finde, ich habe ein Problem damit, wenn immer alle sagen, früher war alles besser. Denke ich nicht. Früher war das anders. Es war auch hässlich, aber es war anders hässlich. Ne? Es hatte eine gewisse Kiezromantik, ne? Oder? Ja, wobei Kiezromantik, also ich meine, unter Kiezromantik verstehen ja viele Leute abgeranzte Bars und die Straßenpizzen der Gäste davor. Ne? Nein, auch so Seeleute, Menschen mit Geschichten, die hier feiern. Aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr lange vorbei. Ne? Ich meine, da bin ich ja fast nicht alt genug, um das noch miterlebt zu haben. Ne? Und mein Alter wird ja schon Äonen gemessen. Ne? Geologisch. Okay, Disneyland, stimmt das denn, also Viktor hat für uns recherchiert, dass die Prostituierten dort vorne an der Davidstraße eigentlich gar keine Prostituierten sind. Du warst investigativ unterwegs.
Und es gibt ein Gerücht, das sich erhärtet, dass das hauptsächlich Walking Acts sind mittlerweile. Ne? Dass das also Darsteller sind. Ne? Also viele von den Mädels da gar nicht mehr wirklich Prostituierte sind, Bordsteinschwalben und so, sondern sie stehen da, damit man auch so ein bisschen sagen kann, naja, Rotlicht und du siehst ja hier, ne? So die Professionellen. Ja, und es scheint so zu sein, die bekommen eine Art Festgehalt, also einige von denen. Ne? Also das ist ein Gerücht. Das wird mir immer wieder erzählt, ich habe es mitbekommen und ich habe auch mal nachgefragt, ich sage, du stehst den ganzen Abend hier und so und du siehst eigentlich ganz zufrieden aus. Hast du ein Festgehalt? So, darüber reden wir nicht. Ne? Okay, die knallharte Recherche. Du packst auch all deine Geschichten, Alltagsgeschichten, Kiezgeschichten, Türstehergeschichten in Wort und Sprache. Also es kommt ein Buch raus im Februar, endlich, wir warten drauf. Denn du hast auch einen Blog geschrieben und ja, wie gesagt, füllst das Ganze mit Worten. Du gehst auf Tour im kommenden Jahr und da wird es richtig pickepacke voll. Erstmal wüsste ich gerne, wie bist du jetzt auf die Idee gekommen? Du bist ja auch ausgebildeter Schauspieler. Warum erzählst du deine Geschichten den Menschen? Und wo geht's hin jetzt auf Tournee? Naja, in den ganzen deutschsprachigen Raum. Also gut, wenn man die Schweiz jetzt dazu zählen möchte, ne, also gehe ich da auch hin. Es ist so, dass ich scheinbar, für mich sind das ja Alltagsgeschichten. Ne, wenn man so mit Gästen redet und diese ganzen bizarren Situationen, die man da immer so hat. Für mich ist das Alltag, aber irgendwann habe ich festgestellt, dass man daraus ganz wunderbare kleine Sachen für die Bühne machen kann. Ne, so kleine Anekdoten, so kleine Geschichten. Und die Leute finden es sehr lustig. Ich sage ja auch immer, wenn ihr mir zuhört und wenn ich über Gäste läster, das seid nicht ihr. Ne? Weil ihr seid Profis, ihr kennt solche Leute, ne? Eure Schwestern, Brüder, Freunde, Verwandte, ne? Die, aber ihr nicht. So. Und dann lachen die Leute natürlich auch ein bisschen über sich selber und es ist auch nicht wirklich böse, was ich da mache. Ne? Aber es ist so, die schicken mich jetzt, ich habe eine Künstleragentur, die wollten mich gern haben und meinten dann so, dich können wir überall vermarkten und dann schicken die mich jetzt halt in alle möglichen Kleinkunsttheater in Deutschland. Okay, und du bist auch ansonsten wahnsinnig viel unterwegs, Viktor. Man hat das Gefühl, man sieht jeden Tag von dir was auf Facebook. Du bist bei jeder Veranstaltung. Hast du mehr Energie als andere Leute? Du bist so ein Aufziehmännchen. Ich kann nicht lange stillsitzen. Ne? Ich meine, deswegen komme ich ja, ich freue mich ja immer, hierher zu kommen, wenn ihr eure Show macht, weil das ist dann ein Moment, wo ich immer am selben Platz bleiben kann und einfach zuhören kann. Ne? Sonst habe ich immer den Drang, da auf diese Bühne selber zu gehen. Ne? Aber du hast mehr Energie als andere. Vielleicht, ich weiß nicht. Es ist ja so, ich bin jetzt 52, damit habe ich so ungefähr das Statistische, die Hälfte meiner Familie an Lebensalter erreicht. Ne? Also die wird uralt? Ja, ich habe 4 oder 5 Leute, die über 100 geworden sind. Ne? Ja, einen haben sie auch totgeschlagen dann irgendwann, weil es hatte echt das... Der wollte dann einfach nicht mehr abtreten. So, und die Erben, die waren jetzt ja auch schon betagter. Ne? Und dann wurde so langsam mal Zeit. Ne? Okay, also bei dir geht's richtig los. Ansonsten, du hast es uns eben schon erzählt, du bist auch Sprecher, Synchronsprecher. Du sprichst Imagefilme ein. Das mache ich übrigens auch, aber das sind oftmals so Texte für Kliniken oder Pflegeheime, Arztpraxen. Das ist immer so, da sind sie gut aufgehoben. Aber du machst auch Hörspiele und da hast du neulich gerade ein neues aufgenommen. Ich muss dir zunächst mal sagen, natürlich machst du Imagefilme für Kliniken und anderes, weil du bist ja seriös. Ne? Ist das so? Was? Ich meine, gut, ich durfte heute den ganzen Tag lang einen Funkspot für die AOK einsprechen. Das war dann auch halb seriös, glaube ich. Nee, also dieses Hörspiel. Es ist ja so, normalerweise holt man mich immer gern ran für irgendwelche Kapitäne, Seeräuber und all solche Gestalten. Nee, das darf ich dann machen. Na, und das Problem ist, wenn ich einmal eine Stunde lang mit diesem Hamburger, ich bin ja geborener Hamburger, wenn ich mit diesem Akzent spreche, brauche ich 3-4 Tage, um den wieder loszuwerden. Und das ist ganz schlimm. Und deswegen war ich sehr froh, als ich neulich dann mal wieder so einen Bösewicht sprechen durfte. So ein ganz kleines, fieses Wesen, das so die ganze Zeit vor sich hin intrigiert. Und das, da darf ich jetzt noch mehr von machen und da freue ich mich. Das klingt super. Und für alle hier im Raum gibt es nämlich morgen die nächste Show und zwar auch hier. Und da bist du unterwegs mit deinem Partner Armin Sengbusch. Das Programm heißt und Peter und ich waren auch schon da und es ist super. Es bleibt schwierig und ihr habt immer einen Gast noch dabei. Wer ist noch dabei? Ja, nächste Woche, Quatsch. Morgen. Morgen ist ja schon morgen. Ne? Meine Güte, ich stelle mich hier ein Bett rein. Ne? Ich bleibe einfach hier. morgen haben wir Harald Mark da. Ne? Das ist ein... Großstadtrevier. Ja, nee, nicht Großstadtrevier, das andere. Notrufhafen. Ah, meine ich ja. Das ist ja... oh Gott, und wir hatten von beiden schon Leute da. Nicht durcheinander kriegen. Es ist sehr selten, dass Leute Gewalt an mich anwenden. Harald Mark ist seit Anfang an dabei. Ne? Kriegen Sie sich wieder ein, Frau Rolle. Der Zahn ist noch dran.
Ja, Harald hat, das ist sehr witzig, Harald hat einen Lebenstraum gehabt. Ne? Er ist Hauptkommissar Wollenberger bei Notruf Hafenkante, also der Grauhaarige, der da immer so, ne? Anfang an eigentlich die wichtigste Figur im Cast, weil er ist der Dreh- und Angelpunkt, meiner Meinung nach. Ich bin Fan. Ne? So. Und Harald hat ein Buch geschrieben über einen Lebenstraum, den er sich erfüllt hat. Ne? Der wollte nämlich mal mit einem Frachtschiff um die Welt reisen. Das hat er gemacht und hat ein Buch drüber geschrieben und das heißt Ich Idiot. Ne? Und da geht eigentlich alles schief in diesem. Und daraus liest er morgen dann vor und so, und da freue ich mich schon sehr drauf. Ne? Herrlich, auf ihn, und wir freuen uns auch auf dich, und dich spreche ich auch gleich noch. Wir gehen ab zur Bühne und dazu gibt's Musik, das Horse the Name Orchestra. Bis gleich. Für mich ist er einer der schillerndsten Künstler, die wir in Deutschland haben. Vielleicht weil keiner wie er so authentisch und so leichtfüßig und manchmal auch provokativ das vertritt, was er macht, nämlich Kunst und Kommerz. Oder vielleicht auch, weil ich als Schauspieler, der ich ja neben den Talk-Dot-Pausen mache, mir denke, der passt in gar keine Schublade. Und die Deutschen denken doch so wahnsinnig gerne in Schubladen. Und er passt da nicht rein. Aber er passt in Talkdot. Herzlich willkommen bei uns, Mathieu Carrière. So, Mathieu, du musst dir jetzt das Mikro nehmen, was ich dir hier beigelegt habe. Da ist das Mikro. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Wir wollen diesen Menschen, die hier im Cocoon sind, einmal ganz kurz, wenn das überhaupt geht, einen Abriss geben, wer du eigentlich bist, für die, die jetzt nicht zufällig noch eine Brockhaus-Enzyklopädie zu Hause haben oder bei Wikipedia geguckt haben. Du bist in Hannover geboren, in Ilten bei Hannover aufgewachsen. Da war ich noch nie. Muss man da hin, Ilten? Das war vor 67 Jahren, das interessiert mich nicht mehr. Das interessiert dich nicht mehr. Und das war eine Irrenanstalt, das war eine sehr schöne Jugend. Mein Vater war Psychiater und da hat man Toleranz. Neurologe und Psychiater war dein Vater Bern. Und da, genau, du hast es jetzt schon gesagt, da lernt man Toleranz. Das heißt, es hat schon das Familienleben auch beeinflusst, dieser Beruf? Oder hast du das gar nicht so mitbekommen? Als Kind weißt du ja nicht, was normal ist, was krank ist, was gesund ist. Da bist du nur fasziniert von den Geschichten, die diese Menschen erzählen. Und meine Eltern haben sich bekriegt, wie ganz normale Menschen. Aber ich bin schon dankbar dafür, dass diese ersten Jahre waren, ja, die waren, man weiß ja nicht, dass es ungewöhnlich ist, aber die waren sehr herzlich und intensiv und man hat viele interessante Menschen kennengelernt. Du bist mit 13 zum ersten Mal auf der Bühne gestanden, also was auch ganz viele machen, nämlich auf der Schulbühne. Aber jetzt ist was ja passiert, was so viele eben nicht haben. Du hast deinen ersten Film auch mit 13 gedreht, wenn ich das richtig erinnere. Und das finde ich ja, das macht ja nicht jedes Kind. Wie viel Zeit haben wir denn hier, Peter? Oh mein Gott! Ich komme mir vor wie ein Greis, wenn du so anfängst. Na, das haben mir schon viele gesagt, aber selbst die Tieting haben ihr Leben draus. Also das ist kein Problem. Nein, aber sag mal, weil das mich interessiert ist, wie man mit 13 an Kinofilm rankommt. Also, oder wer hatte das gemacht? Andere Leute machen mit 13 ihren ersten Handstandüberschlag oder andere wichsen mit 13 zum ersten Mal oder andere, was weiß ich, besaufen sich mit 13 zum ersten Mal. Das ist kein Unterschied. Was dir passiert in dieser Zeit, das machst du halt. Und aber du hattest ja keine, in deiner Familie war jetzt niemand, der dich da in diese Richtung... Doch, meine Mutter aha, war mal, die wollte eigentlich auch Schauspielerin werden und dann war sie mal zum Vorsprechen in Berlin, glaube ich, da saß Gründgens drin und noch irgendeine Schauspielerin und dann hat sie vorgesprochen und dann fand der Gründgens sie klasse, aber die Schauspielerin sagte, die hat zu dicke Beine und dann hat sie keine Karriere gemacht. Das kann und die habe ich dann für meine Mutter gemacht, ja. Du hast auch keine dicken Beine, wie ich sehe. Also da kann man, gucke mal. Ich habe aber sehr dicke Knie. Also Knie mag ich nicht. Ich mag auch meine
meine verkrüppelten Füße nicht, ja, mein Kehlkopf nicht. Also es gibt auch Sachen, die, ja, die man verdeckt. Ja, ich habe ja irgendwann schon mal mich geoutet, dass ich hier meine Platte oben. Hast du die du mal hast gesehen? Eine Platte? Ja, da drin, oben siehst wie, du kreisrunder Haarausfall. Wow, ist das Platin? Die glänzt schön, ne? Müsste man auch abpudern. Ja, ist das beginnender Haarausfall? Ich bin mir sicher, es ist nicht nur beginnender Haarausfall, es ist Haarausfall. So, mit 16 der junge Törles, Stöhndorf. Mit 15. Aber hör auf, 15. Damit, hör auf damit, ich habe keine Lust darauf. Ich habe wirklich keine Lust auf das. Auf das, auf die... Das Leben besteht darin, dass man sich verändert, dass man nach vorne guckt. Ja. Aber was ich wissen will, ist, warum bist du denn nach Frankreich gegangen? Weil das kam doch danach. Ja, warum nicht? Aber Mathieu, es gehen doch Jugendliche mit 16, 17 nicht... Ich habe nie was selbst entschieden. Ich bin da angerufen worden, bin da hingefahren, habe ich eine Rolle gekriegt. Ja. Ich habe erst so etwa mit 50 angefangen, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und das merke ich erst jetzt. Ich finde, es wird immer schöner im Leben. Je älter man wird, der Sex wird besser, die Einsichten werden intensiver und die Jugend interessiert mich nicht mehr. Aber irgendwoher muss das ja kommen, dass plötzlich jetzt die Einsichten besser werden. Also, weil du basierst ja dann aus schon Schaden, auf der... Aus Schaden wird man klug. Das heißt? Das heißt, dass man im Alter wird man ökonomischer. Man verschwendet nicht mehr so viel Zeit damit, sich über die Konsequenzen dessen, was man tut, Gedanken zu machen und... Man fragt sich auch nicht mehr so oft, wer bin ich denn, sondern man fragt sich eher, wie bin ich denn? Das heißt also, bestimmte Sachen, die würdest du auch so, wenn du sie jetzt so im Rückblicken betrachtest, mal wieder machen, weil sie eben zu dir gehören, zu diesem Moment? Oder würdest du sagen, oh nee, so ein paar Sachen... Je ne regrette rien. Ja, das nicht. Also das schon. Ni le bien, ni le mal. Tout m'est bien égal. Also das... Ich glaube, die Vergangenheit interessiert mich nicht. Doch, in einer Hinsicht interessiert sie mich, nämlich in der geschichtlichen. Wir können nur unsere Entscheidungen heute treffen, wenn wir was von Geschichte verstehen. Also nicht der, also einerseits der eigene... Aber meine persönliche Geschichte ist genauso uninteressant wie deine. Ja. Das heißt, wir können heute noch, wenn wir uns politisch über Geschichte informieren und mit der Geschichte leben, dann können wir, glaube ich, heute noch was verändern und verbessern. Was, wie holst du dir die Informationen? Die hole ich mir aus allen Kanälen, hauptsächlich über Menschen, die ich treffe. Ich meine, ich will jetzt nicht diesen Abend hier irgendwie sprengen, aber ich habe zum Beispiel eine Sache, die mich sehr, sehr berührt, ist eine Freundin, die ist die einzige jemenitische Regisseurin. Die ist tatsächlich im März in den Jemen eingereist, weil sie da gute Beziehungen hat, und hat dann Kindern eine Kamera in die Hand gegeben. Und diese Kinder haben andere Opfer der saudi-arabischen Bombardements interviewt und befragt. Und das ist der Krieg aus Sicht von Kindern. Und das ist so bestürzend, und das sind die ersten authentischen Aufnahmen aus dem Jemen seit 2 Jahren, und diesen Film versuchen wir an die Öffentlichkeit zu bringen und niemand will ihn. Das ist etwas, was mich bestürzt und wo ich mich dafür einsetze. Warum will ihn niemand? Liegt das an politischen Sachen, an wirtschaftlichen Sachen? Oder? Auch wir verkaufen für Milliarden Waffen an die Saudis, genau wie die Franzosen, wie die Amerikaner. Und die benutzen den Jemen als Testland für ihre Waffen. Wir haben überhaupt keinen Grund, das Land anzugreifen. Und da sind jetzt schon 5000 Kinder zerfetzt worden. 1 Million Menschen sind mit Cholera infiziert. Und Entschuldigung, wenn ich das jetzt erzähle, aber das ist etwas, was mich beschäftigt. Das hat nichts mit meiner Vergangenheit zu tun und nichts mit meiner Zukunft. Aber das sind Sachen, wo man was tun muss. Genauso. Freut mich auch, wenn ich dann diese wunderschöne Frau an der Theke treffe, die also ein Kochbuch macht, wo sie Flüchtlinge kochen lässt. Ja. Und das ist gut. Und das finde ich auch in Hamburg, finde ich das
angenehm, dass man über solche Sachen sprechen kann. Dass man sich unterhalten kann und trotzdem irgendwas verändern kann. Du hast jetzt gerade gesagt, das ist das, was dich sehr, sehr bewegt und wo du natürlich über bestimmte Sachen nachgrübelst. Es gibt natürlich eine Unmenge, ne, wenn man irgendwie anfängt, Nachrichten zu gucken oder was weiß ich, oder bewusst durchs Leben zu marschieren. Wie suchst du dir denn dann deine Themen aus? Ich suche mir keine Themen aus, die Themen kommen zu mir. Also, ich bin seit, was weiß ich, 50 Jahren politisch aktiv. Und dadurch, dass ich das Glück hatte, in verschiedenen Ländern zu arbeiten und nicht nur als Tourist nach Indien oder nach Nordafrika zu kommen, sondern tatsächlich mit den Leuten gearbeitet habe, das macht mir wahnsinnigen Spaß und dafür bin ich sehr dankbar. Und die Grundtendenz dessen, was ich in den letzten Jahren empfinde, ist, ich treffe wahnsinnig viele starke Frauen. Ich finde, die Frauen sollten die Macht übernehmen. Ich habe jetzt also diese... Denn die Männer bauen eine solche Scheiße. Und ja, aber Frauen töten nicht so viele Menschen wie die Männer. Und klar, es ist auch eine Utopie. Aber ich merke immer wieder, Frauen sind halt, ja, haben eine größere emotionale Intelligenz. Die beiden Gehirnhälften sind mehr miteinander verbunden. Die können Situationen und sprachliche Zusammenhänge besser erkennen. Wir Männer können halt gut dreidimensionale Objekte in unserem Gehirn umdrehen, zum Beispiel eine Waffe laden. Ja? Das ist halt so, dass wir mussten die Mammuts jagen und die Frauen mussten sich um die Kinder kümmern. Und ich finde, es ist an der Zeit, wir haben jetzt 2 Millionen Jahre lang haben die Männer bewiesen, dass sie nur Scheiße bauen. Und jetzt sollte mal die andere Hälfte der Menschheit an die Macht. Weißt du, dass ich mir gar keine bessere Überleitung zu meiner Kollegin Astrid Rolle vorstellen kann? Finde ich hinreißend. Astrid, wen stellst du uns hier jetzt vor? Ich stelle mir vor, dass ich einfach ein neues Interview führe und mal gucken, was mein nächster Gast dazu zu sagen hat. Dann geben wir doch einfach mal ab zu Astrid Rolle und wir sehen uns gleich wieder mit Mathieu. Horstens und ich stehe jetzt neben der Handball-Legende und dem amtierenden Trainer des Handball-Sportvereins Hamburg, Thorsten Toto Jansen. Guten Abend. Hallo, guten Abend zusammen. Und alle hinter uns stehen schon wieder wie die Erdmännchen, so gut wie, um besser zu sehen. Ja, ich habe mich ja jetzt so, gleich mal die Frage, HSV dürfen wir ja nicht mehr sagen, das ist korrekt. Also ich muss jedes Mal wirklich sagen, Handball-Sportverein Hamburg. Ist ein bisschen lang, ne? Ich finde das echt lang. Wie kürzt du das denn ab? HSV. Echt, das darfst du gar nicht. Du bist der Trainer, das musst du doch wissen. Ja, ich weiß, aber es ist, geht einem dann doch nicht so leicht über die Zunge und von daher kürze ich das dann ab und zu auch mal ab, also wenn es keiner hört. Wir sagen einfach Hamburg vielleicht. Also. Ja, es steht gut. Also ihr seid in der dritten Liga aktuell auf Platz 1. 22-4 Punkte und der zweite 22-6, aber ihr habt noch ein Spiel zu machen. Wo geht's denn hin? Wir spielen tatsächlich ein Heimspiel und zwar, jetzt wird es aber hell. Und zwar, das ist ein super Licht. Ja, und zwar spielen wir am zweiten Weihnachtstag, am 26. in der Barclaycard Arena, direkt gegenüber des Volksparkstadions. Und haben da Fredenbeck zu Gast. Das ist so eine Art Lokalderby schon ein bisschen. Und wir hoffen, dass die Halle relativ voll wird. Sind schon, glaube ich, über 8000 Karten verkauft. Und ja, für uns Hamburger, für uns als Mannschaft ist das eine super interessante Sache. Und wir werden uns später aufteilen müssen, warum, das erzähle ich euch noch, weil Truckstop auch einen Termin haben. Friedenbeck, Kreis Stade, glaube ich, in Niedersachsen, genau. Du bist jetzt seit März Trainer, was ist denn deine Vision jetzt? Also muss man so schnell wie möglich wieder in die Bundesliga oder darfst du dir Zeit nehmen, musst du zaubern, was meinst du? Ja, eine Mischung aus all dem, was du jetzt gerade gesagt hast, würde ich
mal abkürzend dazu sagen, na, wir haben da viele junge Spieler, der einer ist gerade, ich glaube vor ein paar Tagen ist er 18 geworden und ja, wir wollen da jetzt eine gesunde Mischung aufbauen und wollen natürlich sehen, dass wir irgendwann mal wieder oben anklopfen. Vielleicht gelingt es uns ja diese Saison schon, in die zweite Liga aufzusteigen und das Ganze dann ein bisschen solide und mit vernünftigen Mitteln wieder nach vorne zu bringen. Mhm. Seit März bist du da und damals hieß es ja, du bist zwar nicht ganz so erfahren als Trainer wie manch anderer, aber man hätte gern jemanden mit Strahlkraft, das hat die Presse dann geschrieben. wie machst du das denn wett, dass du jetzt nicht 10 Jahre Trainererfahrung hast? Na gut, die Presse kennt man ja, das ist, die sagen ja auch nicht immer die Wahrheit. Ist das so? Habe ich gehört. Schreibt die Presse zumindest manchmal. Nein, ich das war der Wunsch von einigen aus dem Verein und ich hatte vorher in der Jugendarbeit was gemacht, nachdem ich meine Profikarriere beendet hatte und die haben gedacht, ich bin jetzt der richtige Mann vielleicht für diese Aufgabe für die nächsten Jahre und ich versuche mein Glück. Ich bin jetzt da ganz locker, was die ganze Sache angeht. Mir macht das Training mit den Jungs Spaß. Wie ich eben schon gesagt habe, viele ganz, ganz junge dabei, die noch viel lernen wollen und auch lernen müssen. Ein paar etwas erfahrener dabei. Und das macht, wie gesagt, das Training ist sehr, sehr umfangreich für eine Drittligamannschaft. Aber die Jungs sind alle heiß, motiviert und das bestärkt einen natürlich auch in der täglichen Arbeit. Verstehst du die einfach besser, weil du auch Profi warst? Also oder fühlen die sich eher verstanden? Oder bist du empathischer? Ja, Empathie ist mal, ja. Kernkompetenz. Kernkompetenz, genau. Nein, natürlich bin ich noch ein bisschen näher dran, als das vielleicht manche anderer Trainer ist, aber ja, das ich versuche meine fehlende Erfahrung im Trainerbereich dann vielleicht durch die Nähe zu den Spielern oder zumindest, ja, ich versuche es zumindest, das so ein bisschen zu kompensieren. Mhm. Es ist dir verdammt schwer gefallen, deine aktive Karriere zu beenden, wenn die Presse da nicht auch gelogen hat. Wir hatten deinen Nachnamensvettern hier, und zwar Marcel Jansen, den Fußballer, der ja mit 29 die Karriere beendet hat und damit total glücklich war. Ich glaube, dein Fall ist der typischere, oder? Dass man einfach nicht loslassen kann. Woran liegt das? Ja, wahrscheinlich daran, dass man das, ich habe es natürlich mein Leben lang gemacht und habe schon als 5-6-Jähriger den Ball durch die Gegend geworfen und vielleicht war es auch, dass ich mich zu lange mit der ganzen Sache beschäftigt habe, dass ich zu lange zu gut auch gespielt habe für mich selber, dass ich da immer gedacht habe, ja, was soll ich denn anderes machen? Natürlich habe ich mich auch mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe auch ein bisschen studiert und habe eine Ausbildung gemacht, habe eine Familie. Aber das definitive Loslassen, das definitive Aufhören ist dann doch schwieriger, als man so denkt. Oder zumindest war es für mich so. Aber jetzt nach so einem guten Jahr oder anderthalb Jahren, wo ich nicht mehr spiele, bin ich auch ehrlich gesagt sehr froh. Weil wenn ich sehe, was die Jungs dann da hin und her rennen, dann denke ich mir manchmal, habe ich das auch gemacht? Das kann man gar nicht schaffen. Das geht ja gar nicht. Und auch immer wieder diese Trainingsarbeit, immer wieder, ja, dann macht man Kraft trainieren, dann läuft man und dann rennt man in der Halle rum und links, rechts, Körperkontakt und dann gibt es mal einen aufs Maul, will ich mal sagen. Und dann denke ich mir, das gibt's doch nicht. Das können die dann jeden Tag wieder machen wollen. Das ist doch unfassbar. Und dann sagen mir dann manche Leute, ja, das hast du doch auch jetzt 20, 25 Jahre auf höchstem Niveau gemacht. Also ja, stimmt, aber habe ich dann in dem Moment vergessen oder kannst du mir nicht vorstellen, das ist echt verrückt. Gehört, du hattest natürlich auch Verletzungen gehört, deiner Meinung nach, gehören Schmerzen zum Leistungssport unbedingt dazu oder kann es auch besser laufen? Ja, ich glaube, Schmerzen gehören definitiv dazu. Man lernt das, glaube ich, so ein bisschen zu verdrängen. Ich glaube, man lernt die Schmerzen als normal zu empfinden irgendwann. Vielleicht machen da irgendwelche Nerven oder das Gehirn ist ja natürlich das Nervenzentrum. Vielleicht lernt man das einfach, diese Schmerzen überhaupt gar nicht mehr zu spüren oder weniger zu spüren, als das vielleicht ein normaler Mensch, der sich dann ein Handballspiel anguckt oder auch ein Fußballspiel oder
ein Spiel mit Körperkontakt. Boah, ich schwitze wie ein Schwein, Leute. Also, das ist Christian hier hinter der Kamera. Der heizt ab. Nee, der gibt Wärme ab. Wo war ich stehen geblieben? Dass man mit den Schmerzen leben lernt. Aber hast du denn keine Schmerzmittel genommen, sondern hast du die einfach ertragen können? Oder musstest du auch mal zu Ibuprofen oder so greifen? Oder dich dopen? Doping, nein. Definitiv nicht. Nein, also ich glaube, das ist in unserer Sportart nicht so wirklich, ja, hilfreich wäre es wahrscheinlich schon, aber ja, es ist nicht wirklich messbar beim Leichtathletik. Oh, Entschuldigung. Aber ja, in manchen Sportarten kann man natürlich das ganz anders messen. Ne? Da kann man eine 100-Meter-Zeit gedopt und ungedopt laufen und dann sieht die gedopt natürlich ganz anders aus oder im Schwimmen oder sonst was. Und bei uns ist das ein bisschen komplexer, da kann man nicht sagen, der wirft jetzt aber härter oder kann dafür aber, die Spielfähigkeit leidet darunter oder sonstiges. Also, ja, aber natürlich Schmerzmittel, da habe ich auch schon mal natürlich genommen. Ach, jetzt springen wir aber mal zu den schönen Seiten deiner aktiven Karriere. Ich muss hier drauf gucken. Also Weltmeister, Europameister, Olympiasilber, Deutscher Meister mit dem HSV, da durfte er sich noch so nennen. Auch Champions League geholt, 400 Spiele in der Bundesliga, 1500 Tore, 16 Jahre Bundesliga. Wahnsinn, was ist dir besonders in Erinnerung? Was war besonders toll? Oh Gott. Ja, ich glaub's. Wir können das alles abarbeiten. Ich saß weinend 2007 im Februar vom Fernseher und habe das Endspiel geguckt. Warum hast du denn geweint? Vor Freude. Ach so. Ja, wirklich. Es war so wahnsinnig spannend. Ja, hat hier niemand außer mir geweint, ey. Meine Güte, Deutschland Weltmeister im Handball. Wirklich jetzt. Ja, das ist ja toll. Also, aber ich habe ja eben auch bei Herrn Karriere gehört und der sagt, na, die Vergangenheit ist ja... interessiert ihn nicht so sehr. Das ist bei mir auch ähnlich. Ich freue mich natürlich, dass ich diese ganzen Erfolge irgendwo, dass ich die mitmachen durfte, dass ich die miterleben durfte. Aber ich gebe ihm da recht, die Sachen sind vorbei und da kann man mal kurz drüber schmunzeln und vielleicht auch das ein oder andere Wort verlieren. Aber ja, der Blick sollte dann doch in die nahe Zukunft oder ferne Zukunft gerichtet werden. Ja, wird er? Wir haben ja schon die Bundesliga im Blick für den Handballsportverein Hamburg, der dann in 2 Jahren wieder HSV heißen wird. Und da gibt es dann wieder die Lizenz und hoffentlich auch Sponsoren. Ganz kurz, hadert man damit, dass Sponsoren sich zurückziehen, dass eigentlich immer nur der Fußball im Vordergrund steht? Wir haben das ja relativ gleichzeitig auch mit dem Hamburg Freezers erlebt. Wie siehst du das? Ist das ärgerlich? Ich glaube, ich bin da relativ realistisch. Fußball ist nun mal die Nummer 1 und das auch zu Recht, weil Angebot und Nachfrage regieren ja in unserem System und dementsprechend ist da der Fußball optimal positioniert und wenn da jede Woche so viele Leute ins Stadion rennen, dann wird das schon seine Richtigkeit haben und die Medienpräsenz dann entsprechend ist, habe ich da kein Problem mit. Okay, das ist sehr tapfer. Aber du tust ja auch alles, damit es wieder richtig losgeht. Darf ich trotzdem noch fragen, auch wenn es jetzt zurückgesprungen ist, aber ich habe ja eine aktuelle Frage eingepflegt. Olympia, denn wir haben hier schon Markus Deibler gehabt und Moritz Fürste und es muss unbeschreiblich sein. Also das, was wir mitbekommen haben, ist, dass diese Zeit im olympischen Dorf wirklich beeindruckend ist. Hast du das auch so erlebt? Ja, selbstverständlich. Das ist... ja, was ganz Besonderes, das wird ganz, ganz wenigen Menschen zuteil. Und wenn man dann da ist, dann ist man auch so geflasht und natürlich auf seinen eigenen Wettkampf fixiert, läuft dann aber trotzdem im Dorf rum und ja, sitzt dann in der Mensa. Das ist halt ein Riesenraum das ist ein Zelt, Riesenzelt. Und dann sitzt dann, weiß ich nicht, Michael Phelps da abends und haut sich eine Pizza rein, Schwimmrekord, Olympiasieger etc., wo man denkt, ja, der isst wahrscheinlich den ganzen Tag nur, weiß ich nicht, irgendwelche Proteinshakes und diverses. Oder man steht dann bei so einer Wäscheabgabe, man muss ja seine Sachen noch mal irgendwann waschen, die ganzen vollgeschwitzten Sachen. Aber dann steht man da in der Schlange, hat seinen Wäschebeutel und dann steht dann irgendwie ein Supersprinter oder eine Supersprinterin neben einem, die man sonst aus dem Fernsehen kennt. Und die steht da genauso an und muss ihre Wäsche abgeben wie wir. Und das sind so ein paar... Ihr seid ja auch Olympioniken. Ja, natürlich. Aber wahrscheinlich denkt jeder Olympionik immer von einem anderen, oh Gott, den kenne ich aber auch aus dem Fernsehen oder die kenne ich aus dem Fernsehen.
Aber ja, das ist schon echt ein lustiges Miteinander, wenn man da täglich mit anderen Sportlern zusammen ist und ja, sieht, dass das auch normale Menschen sind, die die Wäsche waschen müssen, die was essen müssen. Also das ist schon echt toll. Also was noch war, ist, es gibt ja da, oder es gab da im Olympischen Dorf immer ein McDonald's. Da durfte man natürlich nie hin, ist klar, das haben die Trainer alle nicht gern gesehen. Und wir haben irgendwann, waren wir abends, wir hatten abends relativ spät abends ein Spiel und da kamen dann irgendwelche ja, US-Basketballer, die dann ja, in der NBA normalerweise ihr Geld verdienen. Die kamen da reingeschlurft, war schon relativ leer in der Mensa und die gingen dann relativ langsam zu McDonald's und holten sich da auch ihre Burger-Tüten ab. Und alle guckten nur so mit offenem Mund und dachten, das kann nicht wahr sein, dass die jetzt hier sind, weil die nicht im Olympischen Dorf waren. Ja, und ja, so hat dann jeder so seine Erlebnisse mit irgendwelchen Stars, die man nur aus dem Fernsehen kennt. Ja, schick. Kurz noch, apropos Zukunft, du hast 4 Kinder. Irgendwie sowas wie 11, 9, 6, 5? Ja, haha. Und das noch unter einen Hut bekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, spielen die auch Handball? Ja, ich konnte es leider nicht verhindern. Ich habe ich hab da wirklich jetzt nicht aktiv. Ich habe eher noch gesagt, no, nee, wollt ihr nicht irgendwas anderes machen. Also die ersten 3 sind Mädels und ja, die wollten trotzdem Handball spielen. Meine zweite hat zuerst angefangen, hat gesagt, ich möchte ans Handball spielen. Und ich so, ja gut, dann mach das mal. Und ja, der vierte ist ein Junge und der entscheidet sich noch nicht. Der wirft natürlich ab und zu mal zu Hause im Wohnzimmer mit, obwohl meine Frau das immer verbietet. Aber ich kann da nicht anders, ich muss das dann durchgehen lassen. Und aber der ist jetzt noch nicht aktiv im Verein und vielleicht habe ich ja Glück bei einem, dass es einem nicht erspart bleibt, aber dass einer zumindest irgendwas anderes macht. Wir fragen dich das nächste Mal. Herzlichen Dank soweit, Toto. Wir sprechen uns gleich noch bei der Endrunde und wir geben ab zur Bühne zu Mathieu und Peter. Danke. Mathieu Carrière sitzt bei mir auf der Bühne. Wir haben gerade darüber gesprochen, was dir wichtig ist, was dir durch den Kopf geht. Ich habe in der Ankündigung aber gesagt, was ich ja wirklich bei dir sehr interessant finde, ist, dass du so ein Leben führst, also zumindest in der Öffentlichkeit, zwischen Kunst und Kommerz, finde ich. Denn du machst ja auch Sachen mit, die man... ja, also die eher so fürs Massenpublikum gemacht sind. Also du hast Ich bin ein Star, holt mich hier raus natürlich gemacht, die Promi-Shopping-Queen gemacht, du hast Let's Dance gemacht. Auf die bin ich stolz. Die Promi-Shopping-Queen. Was hast du denn, welchen Platz hast du gemacht? Das war klasse. Das Thema war, verhindere mit deinem Outfit die Heirat deiner Ex. Verhindere mit deinem Outfit die Heirat deiner Ex. Wow, ein Thema für dich. Ja, dann habe ich natürlich sofort gesagt, die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, dass deine Ex sich neu verheiratet, ist... Na, ich habe mir dann hier... Du hast deine Knie gezeigt. Ich habe mir auf dem Knie... Fast. Ah. Ich hab mir hier ein paar Silikonbrüste gekauft. Ich bin aufgetreten als Mutter von Anthony Perkins in Psycho. Ich habe gesagt... An diese Brüste gehörst du, mein Sohn, und diese Schlampe kommt mir nicht ins Haus. Meine Kollegen haben mich nicht erkannt. Aber ich habe den letzten Platz gemacht. Ich wollte dem Thorsten was fragen. Ich fand das klasse. Ich hatte mal einen Mitbewohner in meiner WG, der war auch, glaube, der war Profi in der Jugendhandballliga von Deutschland, aus Hannover. Der sagte, dass im Handball mehr Verletzungen sind als im Fußball. Stimmt das? Stimmt das, Toto? Hörst du uns? Gibt es im Handball mehr Verletzungen als im Fußball? Du darfst auch nach vorne schreien. Jetzt funktioniert es. Ja, du bist im On. Ja, also ich,
ich kann das jetzt statistisch nicht beweisen, aber ich glaube, es gibt ganz schön viele Verletzungen, gerade Knie, Sprunggelenke, ja, Gesichtsverletzungen leider auch, ja. So Nasenbrüche und solche Sachen gehören dann auch schon mal dazu. Es ist doch eines der schnellsten Spiele, die es gibt. Ich meine, neben Eishockey ist ja Handball das schnellste, ne? Ja. Ping-Pong. Ja, oh. Ping-Pong ist natürlich sehr, sehr schnell. Moment, Mathieu hat mir gerade erzählt, dass sie gesagt hat, machst du auch Sport oder hast du viel Sport? Du hast gesagt, du hast Gerätetouren und Ping-Pong, also Tischtennis gemacht. Ja, ich bin zu faul. Als wir Fußball gespielt haben, habe ich mich mal ins Tor gestellt. Aber ich bin sehr faul, aber Ping-Pong mache ich gerne, weil es schnell geht. Und Geräteturnen auch. Da muss man kurze, heftige Anstrengungen machen. Und das gefällt mir. Aber Moment mal, Mathieu. Du kannst ja die Talkshow im nächsten Jahr übernehmen hier. Dann kannst du hier sitzen. Aber noch habe ich die Fragen und du hast mir nicht beantwortet, warum du solche Sendungen einfach machst auch. Das würde mich wirklich interessieren. Warum gehst du in den Dschungel? Warum gehst du warum gehst du einkaufen? Und warum machst du Let's Dance? Warum? Also ich würde keinem Kind raten, auch meinen eigenen Kindern nicht, Schauspieler zu werden. Wir haben eine einzige, wenn man so will, zen-buddhistische Rechtfertigung für unser Leben. Wir können den Menschen Emotionen vermitteln, die sie sonst nicht haben können. Und die kann man sowohl vermitteln mit Strindberg oder mit Marguerite Duras, als auch im Dschungel. Es geht darum, Emotionen freizusetzen. Und das ist unser kleiner, unwichtiger Beruf. Und deswegen darf man da keine Hierarchie aufbauen. Ja? Es gibt keine wertvollen Emotionen und keine unwertvollen Emotionen. Alles, was Emotionen erzeugen kann, ist Kunst. Aber bist du dann du selbst oder eine Rolle im Dschungel? Oder keine Ahnung. Im Dschungel habe ich mich sehr wohl gefühlt. Das war wie eine Ayurveda-Kur. Ah! Ich bin um 4 Uhr aufgestanden, habe das Camp gereinigt, habe mein Yoga gemacht und habe das Wasser abgekocht. Wir hatten ja Gunter Gabriel hier, der war im Dschungel, der hat gesagt, es ist saugefährlich. Fräulein Menk gesagt, ja, das ist ein australischer Mischwald. Jetzt bist du da. Was ist denn der RTL-Dschungel? Eine Mischung oder? Es ist kein Studio. Im Gegensatz zu den Kameras, diese Kameras sind klasse, also da gibt es 50 Kameras und es gibt sehr viele, ja, gefährliche Dinge da, aber da sitzen 90 dschungelmaskierte, hoch ausgebildete Soldaten, die uns beschützen und wenn dann zum Beispiel eine Spinne ins Camp kriecht, dann zoomt eine Mondkamera aus 80 Meter Entfernung auf dieses Tier und dann entscheiden die Spezialisten, ob das eine giftige Spinne ist oder nicht. Und dann kriegen wir über Lautsprecher: Achtung, giftige Spinne. Und dann kommen die Spezialisten rein und entsorgen das Tier, ohne es zu töten. Also es ist, das ist schon aufregend. Das ist fast wie eine Mondlandung. Nur eben mit Insekten. Wirst du das neue Dschungelcamp gucken oder interessiert dich das jetzt in der Zwischenzeit? Ein Ast. Naja, das ist inzwischen ja sind die Dschungelcamp-Mitglieder alle voll trainiert. Die haben das alle jahrelang geprobt und die haben alle eine Nummer drauf. Und das interessiert mich nicht mehr. Das ist Format. Das ganze deutsche Fernsehen wird von Formaten bestimmt. Nicht mehr von Talent oder von Inhalten, wie man früher sagte, sondern von Formaten. Und wir müssen die Formate aufbrechen. Das passiert ja auch. Sowas wie hier, das ist tatsächlich ziemlich, ein aufgebrochenes Format. Aufgebrochenes Format, ja. Deine zweite Tochter hat auch bei einem Format mitgemacht, bei Germany Next Top. Hast du ihr nicht gesagt, geh da nicht hin? Die ist ja wunderschön und alles, aber denkt man sich, geh da nicht hin, geh nicht zur Schifferin. Oder, nee, ist ja gar nicht Schifferin. Hast du Kinder? Nee, ich habe keine Kinder. Sei mal froh. Du kannst, sei froh, aber ja. Nein, es ist toll, Kinder zu haben, aber du kannst einem 17, einem 15, einem 11-jährigen Mädchen nicht mehr sagen, was sie machen soll. Es stimmt, höre ich von hinten. Du kannst, Tomate? Das sind erwachsene Menschen. Und außerdem will ich da, Elena, bist du hier oder nicht? Elena, bist du hier?
Na, Nina ist hier. Nina, genau. Bist du noch hier, Nina? Ja, das okay, ist gut. Okay, ein Glück, ja. Nina macht was Anständiges. Nö, was soll ich sagen? Du kannst deinen Kindern nur etwas mitgeben wollen und das ist Selbstbestimmung. Alles andere ist Firlefanz. Aber ich finde, sie hat das sehr gut gemacht. Also ich meine, sie hat das ja mit Tongue in Cheek gemacht, sie hat eine Lebensklugheit und sie hat sich auch, sie hat hinter den Kulissen wahrscheinlich mehr über dieses Schlangennest kennengelernt als andere Leute mit 10 Jahren, was weiß ich, Kommunikationswissenschaftsstudium lernen können. Ich meine, du hast ja dieses Schlangennest ja auch sehr, sehr früh eben kennengelernt. Ich liebe Schlangen, ich liebe Schlangen. Ja. Ich habe früher immer als Kind, jetzt kommen wir doch wieder in die Kindheit, habe ich Ringelnattern gefangen. Das war eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens. Davon träume ich auch heute noch. Wenn man dann die Schlangen hört, man, bevor man sie sieht, und dann stürzt man sich auf sie. Und dann, wenn du dann in einen Sumpf dich stürzt und untersinkst und dabei fühlst, dass du die Schlange in der Hand hast, das ist schöner als Heroin. Beschreibst du gerade die deutsche Fernsehlandschaft, oder? Nein, ich rede jetzt von mir. Ich rede jetzt von meinen positiven Jugenderlebnissen. Die deutsche Fernsehlandschaft. Ja, jetzt kommt's. Die deutsche Fernsehlandschaft, der sagt. Die deutsche Fernsehlandschaft, der Versuch. Soll ich über die 50er Jahre reden? Nein, es verändert sich ja auch was. Es verändert sich auch was. Ich habe zum Beispiel letzten Sonntag einen tollen Tatort gesehen, zum ersten Mal in meinem Leben. Ja. Das war der Hamburger Tatort, der hieß Dunkle Zeit. Mit der Frauke Petri oder Marianne Le Pen als Hauptfigur. Der war klasse. Das war super. Und da waren nicht 4 gestaffelte Psychopathen, die alle verschiedene multiple Persönlichkeiten haben, sondern da war eine konkrete politische Diskussion am Gang. Und dann gab es auch noch Verschwörungen, das war super. Es gab auch nur eine Leiche. Super, das ist auch selten für einen Tatort. Ich meine, bist du da zufällig reingeraten oder guckst du eigentlich wirklich jeden Sonntag dann Tatort? Ich gucke nie Tatort. Aber also deswegen, warum? Weil ich gerade mit dem Niki Stein gearbeitet hatte in Berlin und der ist wunderbar. Das guck denn in deiner WG in Hamburg, wo du ja wohnst. Du wohnst ja in der WG. Ja, guckst du noch Fernsehen? Ja, ab und zu, aber ja, ehrlich gesagt sehr selten. Ich hab 5 Kids in der WG. Ja. Ja? Und keiner von denen guckt Fernsehen. Keiner von denen liest Bücher. Die streamen alles. Das ist halt tatsächlich verändert. Die informieren sich alles, aber die können ihre Probleme untereinander lösen. Die sind kompetent. Das ist toll. Ich lerne von denen wahnsinnig viel. Ja? Wenn da irgendjemand ein Problem in seiner Beziehung hat, dann sind 7 Leute dabei, das zu lösen, dieses Problem. Und das funktioniert. Wie jung sind die in deiner WG? Ja, zwischen 20 und 27. Und du bist ja auch ab und zu in Paris, ne? Ich bin oft weg, ja. Ja. Und wenn ich kann nicht immer den Müll runterbringen. Aber wenn du da bist, bist du dann wirklich so das Oberhaupt und alle sagen... Nein, ich bin kein Oberhaupt, ich bin ein ganz schlechter Chef. Aber ich lerne viel von denen. Ich versuche ihnen manchmal ein Buch unterzujubeln. Denn in meiner Generation, da las man noch Bücher. Und aber wir haben alleine unsere Vokabeln gebüffelt. Ja, die lernen ja auch ganz anders heute. Es hat sich alles verändert. Es ist nicht unbedingt schlechter. Und die sind einfach umgänglicher. Ich wünschte mir nur manchmal, dass die ein bisschen mehr Ehrgeiz hätten. Das wünschte ich mir von meiner Kollegin nicht, denn sie hat genug Ehrgeiz. Ich bin der König der Überleitung und jetzt kommt meine wunderbare Astrid. Ich liebe sie so much. Rolle. Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. Hier hat man keine Menu-Stil-Gitarre. Hier sind sie gut gelaunt. Die Cowboys on the Water Gun bringen das Sound. Yeah! Sie sind hier und vorab, Peter, ich liebe dich auch sehr. Bei mir endlich, ich zwischen Cowboys, ich bin so glücklich. Truckstop, Sie sind hier und zwar links neben mir hier Frontman Andreas Ziesek. Hi, grüß dich.
Guten Abend, Gründungsmitglied. Gründungsmitglied Teddy Ebing, guten Abend. Ja, guten Abend, hallo. Und wir haben das Küken der Band hier, Tim Rehse, guten Abend. Ah, es ist ein Traum, danke, dass ihr da seid, ist der Hammer. Und Teddy hat mir vorhin noch Backstage etwas mitgegeben und jetzt springen wir richtig schön in die Vergangenheit. Teddy, du warst hier auf dem Kiez mal in einem Stripclub Umziehhelfer. Ja. Wie geil ist das denn? Das war ein Studentenjob. Also ich bin nach Hamburg gekommen, um Zahnmedizin zu studieren. Hab das auch angefangen. Und da ging man, um nebenbei Geld zu verdienen, da gab es so eine Jobbörse hier an der Uni. Und dann hieß es, wir suchen zwei Umziehhilfen für den Stripladen Yves. Das war ganz schlimm. Also das war also so ein Laden, der von der großen Freiheit noch abging, durch so einen Torbogen durch. Und da gab es dann zwei Läden, ganz finster. Aber egal, also da haben wir dann meinen Freund und jetziger Hausarzt, der war da. Wir beide haben dann die Umziehhilfe gemacht. Also wenn die Mädels dann so rauskamen, völlig splitternackt, irgendwie kriegten wir was Neues an und dann mussten die wieder auf die Bühne. Und dann habe ich mich da in diese Badewannennummer verliebt. Wie hieß sie? Oder hieß sie nur Badewannennummer? Das weiß ich gar nicht mehr, wie die hieß. Und war dann Kind im Hause. Das hieß also, dann saß man, musste nicht mehr Umziehhilfe sein. Ich saß dann in der Küche in dem Laden, wo dann Rüttgers Club in Pommery-Flaschen umgefüllt wurde, ganz vorsichtig. Ernsthaft, das ist ja Betrug. Ja, war mir nicht so bewusst. Liebes Kukun, wäre das was für euch? Einfach mal günstigen Schnaps in die teuren Pullen, dann läuft's auch. Sehr schön. Und kam's noch, ja. Was uns auch noch mit dem Kiez verbindet, ist, dass diese Band hier gegründet wurde. Also in der großen Freiheit, damals in der Blockhütte, das hinterm Grünspan noch, da wurde Cowboy-Mucke gemacht. Und da waren dann so Cisco und Lucius als Einzelkünstler, die dann sich zusammengefunden haben und haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Band. So, und dann brauchten sie noch einen Trommler und ich wohnte in so einer studentischen Verbindung, nicht schlagend. Hast du den Müll runtergebracht? Unter anderem. Und die suchten Trommler und ja, dann fragte mich, ob ich mitmachen will. Ich sag, was macht ihr denn für Musik? Ja, Country und Western. Ich sag, was ist das denn? Weil ich kam vom Jatzen. Johnny Cash, Johnny Who. Echt? Hast du gesagt? Null Ahnung, ja. Und bin dann auch gleich wieder ausgestiegen, hab weitergejatzt und die suchten Trommler, haben keinen gefunden. Und dann sagte Lucius irgendwie, ja, dann mach das so lange mit, bis wir einen festen Trommler haben. Und das ist jetzt 45 Jahre her. Und ich warte immer noch auf einen festen Trommler. Glückwunsch, die Country-Band Deutschlands Nummer 1 Truckstop. Teddy, seit fast 45 Jahren. Ja, seit 45 Jahren Aushilfstrommler, bitte. Wahnsinn, also das hat niemand so lange vor dir geschafft. Das ist der Oberhammer. Ja, 45 Jahre und mittlerweile gibt es ja Truckstop 2.0. Aber erst einmal hat Andreas mir verraten, jetzt die aktuelle Arbeit ist schon wieder Songs schreiben. Denn Hammer, ihr bringt jedes Jahr ein Album raus und ihr wollt euch jetzt im Januar alle zusammen irgendwo einschließen und Songs schreiben, richtig? Denn das Album muss im April schon abgegeben werden. Ganz genau so ist das. Ende April müssen wir abgeben und jetzt wird es höchste Zeit, dass wir uns zusammenrotten und so richtig alles rauslassen, was tief in uns schlummert. Habt ihr noch keinen einzigen Song? Ich meine, dann wird's ja eng, ne? Nicht verraten. Boah, spätestens morgen geht es los. Echt? Ja, Leute, das ist Applaus wert, ja. Und wir sind natürlich immer dankbar für Anregungen und Themen, weil wir greifen unsere Ideen direkt aus dem Volk ab. Das heißt, also, es fängt hier an und geht da unten auf der Reeperbahn weiter. Und wenn ihr eine tolle Idee habt, die wir umsetzen sollten, dann lasst uns das wissen, macht die Handys aus und verratet uns die Ideen. Genau, es klingelt nämlich im Hintergrund. Also wir dürfen uns mit Geschichten bewerben. Also da bin ich sicher, dass irgendjemand hier im Cocoon dabei ist, der dir eine schöne Geschichte bringt. Ne? Ihr seid ja jetzt Truckstop generationenübergreifend. Jetzt einfach mal ans Küken die Frage, wie klappt das denn so? Also wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja schon, also du warst ja noch nicht mal geplant, als Truckstop sich gegründet haben. Ja, das ist ja mit den meisten Kindern so, ne? Dass sie nicht geplant sind. Ne? Aber okay, die Frage musst du schon mal gehört haben, sorry. Also,
Erstmal muss ich eins klarstellen, ich bin nicht das Küken. Unser Chris ist ja noch mal 4 Jahre jünger als ich. Ich bin ein noch jünger als ich. Eigentlich ist ja auch das Küken Teddy. Der sieht nur so aus, weil der geht jeden Abend feiern. Alles klar. Und du? Ich nicht, nein, das kann ich nicht. Ich habe Familie und Kinder zu Hause. Teddys Kinder sind schon aus dem Haus, deshalb darf er. Und hast du als Kind Truckstop gehört? Tatsächlich ja. Ich auch. Ich möchte so gern Dave Dudley hören, war mein Lieblingssong. Ja, ich habe die Jungs mal gesehen auf dem Hessentag. Ich im Rahlstedt-Center. Ja, geil. ihr wart damals echt umtriebig, ne? Ne, stand ich 89 oder 88 ist das gewesen, mit Papa an der Hand so. Wilde Westen mitgesungen und ja, jetzt bin ich selber dabei. Jetzt bist du selber mitten dabei, der Oberhammer. Man muss trotzdem ja jetzt einfach eigentlich noch kurz erzählen, wie es im Grunde genommen zu Truckstop 2.0 gekommen ist, denn es hat natürlich einen traurigen Hintergrund auch, weil Teddy, ihr habt 2 Bandmitglieder verloren, zuerst 2012 Lucius Reichling und seitdem bist du dann auch dabei. Und ein Jahr später stieg Cisco Bernd aus, verstarb ein Jahr später. Ich stelle mir das schwierig vor. Also vermutlich war die Frage, hören wir auf, machen wir weiter? Ja, das war tatsächlich so, aber wir haben gesagt, nee, lass weitermachen. Irgendwie. Dazu macht uns die Sache viel zu viel Spaß. Und wenn man sich so lange sowas aufgebaut hat, das haut man nicht einfach in die Tonne. War natürlich erstmal, ging es Talsohle. Und jetzt aber, wir merken immer mehr, es kommen jüngere Leute, die Musik hat sich auch gewandelt. Wir sind also musikalisch, sage ich mal, im Heute angekommen. Dieses Oldtime-Country, gibt es noch ein paar Titel, die wir machen müssen, ist klar. Unsere Hits müssen wir auch spielen, das ist auch klar. Aber im Großen und Ganzen hat sich das doch wirklich sehr modernisiert, dank so einer jungen Kräfte. Und auch unser Gastarbeiter aus Italien. Gastarbeiter, hast du das als Herausforderung empfunden? Gab es da vielleicht auch Stimmen der Fans, die gesagt haben, boah, was ist das denn jetzt? Nee, das war natürlich auf jeden Fall eine riesige Aufgabe, aber es macht wirklich viel, viel Spaß, weil du musst dir vorstellen, als damals Freddie Mercury von uns gegangen ist, da war Queen ohne Galionsfigur. Und das hat nicht funktioniert. Und wir haben im Grunde dieselbe Situation jetzt hier, dass wir ohne die alten Helden wieder an die Oberfläche schwimmen mussten. Und das ist uns insofern gelungen, weil wir haben uns so neu aufgestellt, dass wir nicht im direkten Vergleich mit früher stehen. Wir pflegen, lieben und hegen unsere alten Helden, aber wir haben uns neu erfunden. Und darauf sind wir sehr, sehr stolz. Ja, und mit Erfolg, zum Beispiel das Album Männer sind so, sind auf Chartplatz 15, ja, Applaus, absolut, auf Chartplatz 15 eingestiegen, also es rockt richtig, es läuft auf jeden Fall richtig, ne? Was mögt ihr denn am liebsten, auf Tour sein im Studio oder ihr seid so eine Band? Tour. Ich sitze am liebsten im Bandbus und esse meine selbstgeschmierten Brote. Und dann gibt es Dönches und dann reden wir über Songs und spinnen rum und erzählen, was so passiert ist. Und wir erfinden uns eigentlich jeden Tag neu selber und so kommen wir auch auf unsere Songideen. Wir singen über Männer, wir singen über Mädels, wir singen über Schwiegermütter, alles, was uns vor die Flinte kommt, hätte ich beinahe gesagt. Und wir lieben es. Ich glaube, wir sind echt Jungs, die voll im Leben stehen und wir genießen jeden Tag. Und seid ihr nah dran an den Fans? Sehr. Fans, kommt mal her! Kommt mal ran hier! Eine Band zum Anfassen? Genau. Ja, unbedingt. Eine Band zum Anfassen? Also ich fasse hier an und frage Tim die Gruppi-Frage. Wie läuft's? Ja, läuft, ne? Das ist die richtige Frage und das sagt uns jeder Rockstar. Schleppend? Bei Tim oder bei dir? Bei mir läuft schleppend, ja. Wie kommt das denn? Mann, ich werde demnächst 70. Bitte. Ja, und? Das hast du dann ein paar Jahre vor dir. Und Mathieu sagt ja auch, wird eigentlich auch alles besser. Ja. Hat Mathieu gesagt. Also interessanter und so und mit mehr Muße und Erfahrung. Es wird ruhiger. Es wird ruhiger, alles klar. Komm. Stimmt nicht. Guck dir mal Teddy genau an. Auf dem vorletzten Album ist ein Titel, der heißt Männer sind so. Und der Refrain, der passt auf Teddy wie die Faust aufs Auge. Das geht so. Männer sind so, wie Männer sind. Hinterm Vollbart, da lacht das Kind.
Kopf durch die Wand, voll aus dem Bauch. Yeah, gib's doch zu, du liebst es auch. Yeah. Wuhu, Männer sind so, Truckstop. Wir haben eben schon, um doch die Anfänge nochmal mitzunehmen, denn das Studio in Maschen, das ist uns natürlich allen ein Begriff, nochmal zurück. Du hast schon erzählt, auf St. Pauli hast du natürlich ohne Ende auch gespielt oder du warst hier unterwegs. Ihr habt ja zuerst Englisch gesungen, dann gab es diese Krise und es lief nicht mehr so gut. Dann habt ihr euch entschlossen, Deutsch zu singen und dann ging es ja richtig los, ne? Auch in der Hitparade, ZDF-Hitparade, Dieter Thomas Heck. Und da hieß es dann irgendwann, warte mal, Truckstop, dreimal dabei gewesen, bitte nicht wieder wählen. Erinnert ihr euch noch alle irgendwie an die ZDF-Hitparade? Und da war ich natürlich auch vom Fernseher. Ja, das muss auch eine gute Zeit gewesen sein. Wie hast du das in Erinnerung? Ja, das war super. Also mit Dieter Thomas Heck, das war, man war ja zwei Tage da irgendwie und dann ging man um die Häuser abends irgendwie mit Dieter, der hat dann Hof gehalten und dann ging es dann ab ins Hotel, Schweizer Hof war das damals, wo alle wohnten, alle Künstler und alle vom Fernsehen und da gab es eine Todeszelle, so hieß die Bar. Und da sind diverse Leute abgestürzt. Also ich hatte, du auch? Dieter auch? Ja, Dieter natürlich, ich auch. Ich hatte einmal Gitte auf dem Schoß. Oh, Gitte Henning. Ja, aber insofern, weil die mit Tisch über mich rübergeflogen ist. Hast du was mit Gitte gehabt? Bitte? Nein. Würde mich ja auch was angehen. Nein, ich mag sie gerne. Also es ist eine tolle Frau, selbstbewusste Frau. Toll, aber nein, da hat man, das war einfach nur Spaß. Man hatte richtig Spaß gehabt in der Sendung. Und wir waren ja auch so ein bisschen so der Angstgegner. So diese eingefleischten Schlagerleute, die dann da waren, die sagten, oh nee, jetzt Truckstop. Oh, jetzt, die gewinnen ja wieder und so weiter. Das war, weil die Bernhard Brink hat mal gesagt, man, das kann nicht angehen. Ich bin schon wieder hinter Truckstop. Und sogar einmal haben wir gewonnen mit einem Weihnachtslied. Erwin, der dicke Schneemann. Das auch noch, das wusste ich nicht. Das hat mir jetzt gefehlt in der Info. Ich möchte gerne noch ein Erlebnis herausheben. Ihr habt am 9.11.89 in Berlin, in welcher Halle war das? In der Deutschlandhalle Berlin ein Konzert gegeben und ihr habt es nicht zu Ende gegeben. Ja, das war ganz komisch. Also wir saßen auf der Bühne und fing ganz gut an, alles ganz normal. Und zwischendrin merkten wir, da hauen 5 Leute ab, da hauen 10 Leute ab, da hauen 50 Leute ab. Es ist richtig so eine Wanderung nach draußen. Dann haben wir gedacht, scheiße, sind wir heute so schlecht oder ich glaube, wir müssen in der Pause das Programm nochmal durchsprechen. Und es wurde immer leerer. Also wir haben den Laden leer gespielt, haben wir gedacht. Nee, und was wir nicht wussten, da kam da so ein Zettel auf die Bühne, das Brandenburger Tor ist auf. Ja, dann haben wir dann abgebrochen und sind erstmal dahin. Habt ihr dort weiter gefeiert? Ja. Emotionale Erlebnisse. Super lustig ist, dass das Staatstheater Hannover eine Zeit lang, wirklich der Knaller, ein Programm veranstaltet hat und sich mit der Lyrik in euren Titeln auseinandergesetzt hat, unter dem Titel Die Frau wird schöner mit jedem Bier. Mit jedem Glas Bier. Haben die das vorher mit euch abgesprochen, dass sie das machen wollen? Nein, das haben wir erfahren. Die waren hier auch im Thalia-Theater oben in der Bar. Irgendwie haben die das aufgeführt. Die haben sich unsere Macho-Texte da so herausgenommen und eben dieser Titel, der ist auch schon uralt, Das Mädchen wird schöner mit jedem Glas Bier, das war dann die Hitzeile davon. Und da haben sie sich aber akribisch unsere Texte, die so ein bisschen macho-mäßig sind, auseinandergenommen. Erstmal machen sie es in einer Blödeltour, so, wo sie so Billig-Cowboy-Klamotten dann haben und Bier trinken und singen dann diese Lieder und erklären dann was dazu. Und im zweiten Teil machen sie dasselbe nochmal, aber als Chanson. Weißt du, so im Rollkragenpullover, so Jacques Brel-mäßig und führen dann Truckstop-Titel als Chanson vor. Das ist, also es ist sehenswert, es ist ganz lustig. Und dann hatten die ihr 50. Jubiläum da in Hannover und wir hatten ja mit denen Kontakt und dann saßen wir hinterm Vorhang, komplett als Band, mit Backline alles aufgebaut und dann haben die angefangen, ich möchte so gerne Dave Dudley hören zu singen,
Und dann ging der Vorhang und dann saßen wir dahinter, haben dazu gespielt. Die Leute sind umgefallen. Das war richtig klasse. Das klingt großartig. Andreas hat eben schon erzählt, apropos Lyrik, dass es die Alltagsgeschichten sind, die euch bewegen. Kommen die zum Teil auch aus dem Freundeskreis oder liest du Zeitung oder wo kriegst du deine Inspiration her? Da schließe ich mich Mathieu Carrière an. Wir werden quasi vom Leben bombardiert. Wir kriegen es überall her. Wir kriegen es aus dem Freundeskreis. Wir ziehen es aus dem heutigen Abend. Wir ziehen es aus allem, was uns begegnet. Und es hört gar nicht auf. Wahnsinn. Und ich hoffe, der nächste Song, der wird natürlich auch von Mathieu Carrière handeln. Wir können das gleich noch besprechen, denn wir alle sprechen uns gleich noch, nicht ohne den Hinweis, dass am 26.12. Country Christmas mit euch in der Markthalle ist. Jetzt geben wir erstmal ab. Woo! Und wir sind alle dabei und auch beim Handball natürlich. 2 Termine. Ab zur Bühne. Zurück. Mathieu Carrière sitzt bei mir auf der Bühne. Ich finde das klasse. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich finde das klasse, dass Deutschland das einzige Land der Welt ist, wo Humor zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung wird. Klasse. Eine Frau wird schöner mit jedem Bier. Was bedeutet das? Ja. Und drunter gibt es einen Untertitel, das heißt, das ist ein Witz. Ausrufezeichen. Ihr dürft lachen. Es darf also, gelacht werden, steht auch gerne mal auf Plakaten. Ja, genau. Es darf gelacht werden. Ja. Die Deutschen wollen immer alles verstehen. Hast du, die gucken auch fern. Die meisten Deutschen gucken fern, als ob sie ein Buch lesen. Wenn dann jemand dir einen Colt an die Stirn hält und sagt, dann fragen die, was hat er gesagt? Weil sie die Situation nicht sehen. Das ist spannend, ja, wenn ich dich erschießen will. Aber die Leute fragen sich immer, was bedeutet das? Und deswegen finde ich das klasse, dass... Ist das in Frankreich anders? Sind die Franzosen anders? Du bist ja oft in Frankreich. In Frankreich ist es klasse. Die haben sowas wie Café Théâtre. Da gibt es Autoren, die sitzen da und warten darauf, dass die besoffenen Schauspieler ankommen und sagen, bitte schreib mir für heute Abend was. Und dann schreiben die das. Dann schreibt der Autor das und dann machen die das am Abend selbst. Dabei wird gesoffen, da wird gegessen. Das ist einfach Teil des Lebens. In Deutschland gibt es immer noch so ein Unterschied zwischen Bühne und Publikum. Aber das ändert sich ja. Es wird ja auch besser. Dass es solche Leute noch gibt wie die, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Und uns hier auf der Bühne. Ja, wir sind auch Schnee von gestern. Aber oh mein Gott. Apropos Schnee von gestern. Ein bisschen muss ich immer wieder in die Vergangenheit kommen, weil Mathieu Carrière ist so vielschichtig. Ja? Der schreibt einerseits ein Buch im Innern der Seifenblase. Da geht es um irgendeinen Schauspieler, der im Koma ist, aufwacht, in der Soap-Opera landet und irgendwie der Chefarzt ihn da eingeschleust hat. Und dann schreibst du aber auch über Heinrich von Kleist. Hast du auch geschrieben? Na und warum nicht? Ich meine, ich finde, dass du mich zu sehr bewunderst. Ach! Na ja! Das bewundert du verkaufst mich. Du verkaufst mich hier wie einen kostbaren Artikel. Ja, bist du ja auch. Aber das ist deine Meinung, das habe ich noch nie gehört. Ja, dann wird es doch mal Zeit, Mathieu. Einer muss es dir doch sagen. Wie viel würdest du denn für mich bieten? Ich würde dir noch ein dunkles Flensburger ausgeben. Oh, das ist ein bisschen zu billig verkauft. Ja, aber zumal ich das nicht zahlen muss. Nehme ich gerne. Nimmst du gerne. Noch ein Flens dunkel, bitte. Dankeschön. Vielleicht bringt's die Chefin selber. Nein, aber tatsächlich... Die Chefin Astrid? Die Chefin ist Julia. Die ist auch klasse. Aber weil das viele Leute nicht wissen, die sehen, also die meisten Leute, entschuldige Mathieu, das weißt du doch, die sehen dich in irgendwelchen Gala-Geschichten, bunten Geschichten, dass du dann irgendwie sagst, okay, ich muss hier gegen die Vaterschaft oder für die Vaterschaft was tun. Für Kinder. Och, du hör doch auf damit. Na, und dann musst du Kinder, da pinkelst du auf Eiswürfel, aber du bist doch auch Kleist. Was? Du bist doch auch Kleist. Ich bin
Ich weiß nicht, was ich bin, wer weiß das schon. Aber bitte hör auf. Frag mich doch mal was Normales. Was Normales? Ja. Hast du Durst? Ja, super, immer. Dann trinken wir. Komm, Prost, ihr Lieben. Wir trinken, das ist normal. Genau, du musst es aufmachen. Schaffst du das hier mit dem Mikro in der Hand? Ja, wunderbar. Das haben wir doch alle geschafft. Einhändig, die Mongolen konnten mit einer Hand Zigaretten drehen, während sie ihre Pferde geritten haben. Hast du das mal ausprobiert? Ja, ich liebe die Mongolen, das ist ein Wahnsinn. Die konnten, die hatten... Da wurde ein Brief von Wien nach Peking schneller befördert als heute. Ja, das ist jetzt kein... Ja. Also, das wundert mich nicht mehr. Ja, bei dem Stuss an der Deutschen Post, ja, klar. Ja. Aber die Aktie ist hochgegangen. Aber ich meine, dass die Mongolen zum Beispiel, warum haben die die ganze Welt erobert? Weil sie Steigbügel hatten. Die konnten nämlich rückwärts schießen. Die haben immer so getan, als ob sie fliehen. Und dann sind die Teutonen ihnen hinterhergeritten, dann haben sie sich umgedreht und haben nach hinten geschossen. Und haben so die ganze Welt erobert. Aber wie hast du denn, wie kommst du denn auf diese Information? Weil du sie irgendwann mal gelesen hast? Weil du sie für eine Rolle brauchtest? Du musst doch, das weiß doch hier keiner im Publikum. Aber warum weißt du das? Aber vielleicht interessiert es die Leute. Ja, natürlich interessiert es sie. Sie hören ja zu. Aber wir sind ja da. Aber die Frage ist, woher kriegst du diese Infos? Warum willst du das wissen? Weil ich es interessant finde. Ich finde es auch interessant, dass jetzt, was weiß ich, der Trump der Gesundheitsbehörde gewisse Worte verboten hat. Ja, das ist wirklich interessant. Das finde ich ja hochinteressant. Das ist wie im Mittelalter. Das ist toll. Da darf das Wort Wissenschaft nicht mehr verwendet werden. Da darf das Wort Transgender nicht mehr verwertet werden. Da darf das Wort Diversität nicht mehr verwertet werden. Das ist genau die Antwort auf die ISIS. Das ist doch ungeheuerlich, dass wir heute im 21. Jahrhundert Worte verboten bekommen. Und auf institutioneller Ebene. Aber da entwickeln wir uns doch sowieso dann einfach wieder zurück, oder? Weil du gerade vorhin gesagt hast, man muss seine Geschichte verstehen und so weiter. Aber kann man irgendwie sagen, der Mensch lernt nichts? Der Mensch ist eine Fehlentwicklung, da sind wir uns alle einig. Ich meine, außer Astrid Rolle. Eine Ameise. Was? Außer Astrid Rolle. Astrid ist klasse. Du hast vollkommen recht. Ist Astrid hier? Ja, die ist Astrid hier. Es lebe Astrid. Ja, genau. Das ist die schönste Moderatorin, die ich je gesehen habe. Sie ist auch die natürlichste. Die wird übrigens, immer mit der Ferris verwechselt. Nein! Ja! Es ist doch so! Hör mal, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich sage dir, die wird manchmal mit der Ferris verwechselt. In schön. In jung. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, außer man... Entschuldige bitte, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Da bin ich nicht einverstanden. Ich würde die eher für so eine bessere Version von Kim Basinger halten. Oder wow! Oder ist das die hier, ne? Das war die hier, ne? Oder von, ja. Judy Christie. Also das, die finde ich hinreißend. Das ist wirklich, ich bin ganz betört. Ich auch, seit 18 Shows. Du hast viele Frauen in deinem Leben getroffen. Du wolltest was. Ich dachte, ja, nein. Mathieu, das geht mir nicht. Ich bin von allen meinen Frauen verlassen worden. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie müssen sie recht haben. Aber deine Töchter lieben dich doch. Das musst du sie selbst fragen. Ich meine, doch, da kann man sich ja nicht drauf verlassen. Irgendwann ist es dann vorbei. Aber du wolltest trotzdem immer wieder eine Frau. Hättest du dir irgendwann mal denken können, nee, dann mache ich halt einen Mann? Ja, ich dachte bis zu meinem 25. Lebensjahr, ich sei homosexuell. Aber hat sich dann herausgestellt, das war eine Fehleinschätzung. Ja, ich dachte auch, bis ich 25 wurde, so vieles und war alles auch eine Fehleinschätzung. Ja. Aber aus Fehleinschätzungen lernt man ja was. Wenn man also, aber trotzdem, wir haben über Frauen gesprochen. Ja. Jetzt in diesem Zustand nach. Ja, warum nicht? Jetzt gerade in diesem Zustand. Denn du weißt, jede Frau wird schöner mit einem Schluck Bier. Das stimmt. Also, vielleicht habe ich deswegen auch so Astrid angepriesen. Wenn ich die vor den Bieren angepriesen hätte, wäre sie. Aber ich bin wirklich sehr beeindruckt. Ja. Ich bin sehr beeindruckt. Trinken wir auf Prost, Astrid. Auf Astrid. Prost, ihr Lieben, auf Astrid. Wow. Und weißt du was?
Lieber Mathieu. Ich kenne viele, Leute vom Fernsehen. Und die sind meistens die sind alle nicht so nett. Wie Astrid. Ja, oder so natürlich oder so sinnlich oder so einfach offen und so. Ja, toll. Möchtest du ein Date mit Astrid? Gerne. Dann schicke ich dich jetzt zu Astrid. Okay. Wie findest du das? Und da stehen allerdings Wieso noch... Wieso, bist du jetzt zu älter? Oder was? Ja, genau. Ja. Und da stehen aber blöderweise noch ein paar andere Jungs rum. Aber ja. Mit denen musst du dich dann auch noch rumschlagen. Ich werde mich wegen einer Frau nie schlagen. Nee. Ich bin... Dazu habe ich zu viel Angst vor den Frauen. Das heißt, ich kann dich ganz beruhigt dahin schicken und es wird nichts passieren. Du brauchst mich ja nicht vorzustellen, wir kennen uns schon eine Weile. Mhm. Ja, wir sieht man übrigens auf talk.de unsere Clips. Wir waren nicht bei Mathieu Carrière zu Hause und haben so einiges über dich erfahren und erlebt. Sie hat die Mutter von dir sehr gut gespielt übrigens. Ja. Sehr gut. Ich weiß. Sehr spontan. Das ist ein Clip, er hat uns Schauspielunterricht gegeben, den müsst ihr euch reinziehen. Der dauert 3,5 Minuten auf talk.de Clips. Mathieu Carrière gibt uns Schurken Schauspielunterricht. Du warst ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Sehr gut. Du bist ein Das Talent. Mathieu, bewunderst du mich? Ich bewundere dich. Immer mehr. Und das ist jetzt der Abschluss. Ich schick dich zu Astrid. Nimm dein Bier mit Mathieu Carrière bei TalkDot. Sowas gibt's nicht nochmal, meine sehr verehrten Damen. Alleine, Matthias. Ich bin übrigens Astrid. Hallo, schön, ich habe ganz nasse Hände vor lauter Aufregung. Mathieu, hast du einen Fernsehsender und kannst du mich vielleicht groß rausbringen, wenn du mich so gut findest? Ja, als was denn? Willst du ich möchte eine, Show. Ich möchte eine Samstagsabendshow. Fernsehsender. Ja. Fernsehsender. Ich werde mich bemühen. Das bist du wert. Ja. Ich werde alles für dich tun, was ich kann. Das ist fantastisch. Ich würde jetzt gerne nochmal, also weil es ist natürlich eine super Vorlage zu denken, bis man 25 ist, man wäre homosexuell und es stellt sich als Irrtum raus. Irgendein Irrtum bei euch mal gewesen, dass ihr... Ja, Teddy, siehst du, klar. Wir mussten mal nach Dortmund, um eine Band zu ersetzen, die hatte eine Doppelbuchung, das waren die Black Fuzz. Das war anders. Komm doch mal rein. Noch anders. Also jedenfalls sind wir da runtergefahren und da hieß da eine Band ausgefallen. Wir kamen da an und es war aber alles sehr ökologisch, sag ich mal. So teppichtaschenmäßig und Räucherstäbchen und ganz komisch. Und dann haben wir erst erfahren, welche Band wir hätten vertreten müssen. Das war Guru Guru damals. Und jetzt kamen wir mit unserer Cowboy-Mucke an. Haben gesagt, nichts mit Cowboy-Mucke, wir machen nur Rock'n'Roll. Und dann haben wir den ganzen Abend nur Rock'n'Roll gespielt. Wir waren also sowas von deplatziert, das war so geil. Und das sind immer die Dinge, an die man sich am meisten erinnert. Immer dann, wenn irgendwas schief läuft. Wenn alles gut läuft, das ist eigentlich normal. Das ist Routine, aber wenn oder ein Verriss kommt, also so eine schöne Kritik, die so richtig dich in den Keller haut, irgendwie, dann weißt du genau, der Mann war wirklich da und hat sich wirklich Gedanken gemacht. Also diese guten Dinger, da gab es Sachen, also so, ja, tolles Konzert und wer alles da war, da hast du gemerkt, der war gar nicht da, weil das alles ganz anders war. Ein herrlicher Irrtum. Was ist bei euch? Thorsten, hast du mal irgendwas erlebt? Bestimmt. Super. Viktor? Na, ich habe mal bei der falschen Veranstaltung als Security gestanden. Die hatten gar keinen eingeplant. Ne? Das ist auch super. Ist aber nicht weiter aufgefallen. Ist nicht weiter aufgefallen. Und du, Astrid, hast du schon mal was falsch gemacht? Ich habe noch nie was falsch gemacht und das sage ich auch mal Polizisten, wenn die mich anhalten. Aber Teddy hat uns vorhin ja so eine tolle Vorlage gegeben, das erzähle ich jetzt auch nur dir. Und zwar über frühere Jobs. Und ich möchte von euch wissen, was für einen skurrilen Job ihr früher hattet. Ich habe zum Beispiel als Studentin für ein Blatt gearbeitet. Da waren lauter nackte Mädchen drin und in der Mitte war ein gesichtshübsches nacktes Mädchen drin. Und die konnte man jeden Freitag anrufen.
Und da saßen dann aber Studentinnen. Und dann haben wir im 3-Monats-Rhythmus durchgetauscht. Und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, Anna, du hast hübsche Brüste, hast du gut siehst aus. Dann habe ich mal gesagt, ja, hier ist Anna, ach, danke schön für das Kompliment. Das war mein Nebenjob im Studium für 250 Mark für 3 Stunden. Kann das jemand toppen? Mathieu, ich zähle auf dich. Na, ich habe auch mit meiner Nacktheit sehr viel Geld verdient. Ich war nicht nackt. Du hast doch gesagt von deinen schönen Brüsten. Das ja, aber ich war ja die Telefonstimme von dem echten so, Mädchen, das nackt. Nee, es war meine Stimme zu dem Mädchen, was in der Mitte dieses Blattes und ich nenne den Namen nicht abgebildet war. Und ich saß nur am Telefon und das war die gar nicht. Und die haben ihren armen Lesern, haben die nämlich erzählt, ihr könnt Anna anrufen. Und Anna war Astrid. Nein, und hast du denn schöne Brüste? Ja, formschön. Wow. Mathieu, hast du einen Nebenjob gehabt? Wir sprechen später noch. Thorsten, im Ernst, du hast Familie und alles. Hast du noch irgendwelche Nebenjobs untergebracht? Hast du irgendwie Nebenjobs untergebracht? Du hast so lange Handball gespielt. Wie kommen wir aus der Nummer raus? Erzähl mal. Nein, nicht aktuell, aber ich habe tatsächlich mal in der Metzgerei gearbeitet. Und zwar ging es da ja, tatsächlich um ja, Schlachten. Ne? Da musste ich morgens früh raus und hab dann wie Blut gerührt und solche Sachen für die Fleischwurst, also für die Blutwurst und so weiter. Ja, ich war jung und... Nein, das nicht, aber ich hatte einen Nebenjob, hatte Ferien und hab gesagt, komm auf, ich muss was machen. Und ja, bei uns im Dorf gab es halt eine Metzgerei, ne, wie man die heute nicht mehr kennt und gesagt, auf. Und hat das dein Verhältnis zum Fleisch beeinflusst? Weil man ja schon sagt, wenn man das irgendwie... Bist du Vegetarier? Nein, Vegetarier nicht, aber ich so Wurst und so habe ich relativ selten gegessen und mache das auch heute noch nicht. Okay, danke. Viktor? Ja, mit so dramatischen Sachen kann ich ja gar nicht dienen. Ich war jahrelang Texter für Heim- und Gartenthemen. Ne? Super. Und was durftest du testen oder ähnliches? Oder? Naja, ich schreibe zum Beispiel jedes Frühjahr für Mein schöner Garten immer die Texte über Frühbeete und so. Ne? Und das ist immer ganz lustig, weil ich angefangen habe, die während der langen Stunden an der Tür auf dem Handy einzutippen. Ne? Also während ich da Taschen kontrolliere und so. Ne? Das darf nur keiner mitbekommen, weil dann ist die Autorität ja dahin. Ne? Absoluter Knaller. Tim, als du früher noch Truckstop gehört hast, nur hattest du einen Nebenjob? Ja, ich habe mal Strandkörbe vermietet. Oh, das ist aber schön. Hast ja nur gut gelaunte Leute um dich, oder? Das weiß ich nicht. Die sind gekommen, haben den Strandkorb gemietet und dann sind wieder gegangen. Okay, ich unterstelle jetzt einfach mal, die waren alle glücklich. Andreas? Nö, gar nichts Besonderes. Ich habe eigentlich mal Tischler gelernt und das war ein ganz cooler Beruf. Aber irgendwann war die Musik so präsent, dass ich gar nicht mehr anders konnte. Das war's dann. Das war's. Mathieu, möchtest du noch kurz deinen nackten Nebenjob erzählen? Oder möchtest du das bei der Aftershow-Party erzählen? Ich war der erste Schauspieler nach Alain Delon, den man auf einem Pferd nackt hat reiten sehen, wo der ziemlich angeschrumpfte Pimmel so rund runter hüpfte. Aber das war nicht dein Nebenjob, oder? Nein, da spielte ich eine große Rolle als deutscher Offizier. Okay. Ja, wir gucken uns das mal an. Ich mache einen Kinoabend mit Peter, dann gucken wir uns das an. Ich überlasse euch den wunderbaren Getränken. Ich gebe ab zur Bühne. Dort ist Peter schon mit unserer Band des Abends, mit den Jungs in Korthosen. Yippie! Genau, ich stehe hier mit Lars Paulsen, mit Finn Lage und mit Arvid Lukas, die Jungs in Korthosen. Und man fragt sich natürlich, woher kommt dieser Bandname? Naja, also jeder, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, jeder verbindet ja was mit einer Korthose. Bei mir ist es die Oma gewesen oder ich wurde von meiner Mutter immer mit schrecklich pinken Korthosen angekleidet und dann haben wir gedacht, wir hatten halt immer Korthosen an und es wurde irgendwie professioneller und wir hatten keinen Namen und dann hat irgendeiner gesagt, okay, nennt euch Jungs in Korthosen. Und dann haben wir auf jeden Buchstaben einen kurzen getrunken und gedacht, okay, das machen wir nie wieder, der Name bleibt jetzt und dementsprechend heißen wir so. Das heißt, du kannst bestätigen, ihr hattet schon immer Korthosen an und habt euch das nicht einfach so zugelegt, wie zum Beispiel die Hüte von Truckstop. Nee, die hatten wir schon öfter mal an. Deswegen kam das dazu. Also eingetragene Korthosen. Ja, und ihr beiden, also zumindest Lars und Finn, ihr lebt ja noch in einer WG zusammen. Da haben wir jetzt ja auch einiges von Mathieu gehört. Wer bringt bei euch den Müll runter? Leider meistens er. Ich auf jeden es Fall. Es pöbelt ich. Aus der Ecke, Finn Lars. Macho. Ja, ich bin nicht der Sauberste, sagen wir es mal so. Ist das so? Kreativ nenne ich das. Ah,
Alles klar. Kreative Bildtrennung. Wie sieht es bei dir so zu Hause aus? Ist alles super. Das habe ich mir gedacht. Alles sauber, genau. Hip und Trendy, das ist das aktuelle Album von euch. Man kann übrigens ein Wohnzimmerkonzert gewinnen von den Jungs in Korthosen. Hört sie euch also an, es lohnt sich. Wir haben ja praktisch schon eins gewonnen. Und zwar geht man einfach in die Talstraße 68. Da gibt es einen Wendy Graffiti. Wendy ist ein Song von euch. Und wenn man das abfotografiert, postet und geliked wird, dann gewinnt man euch, richtig? Also erstmal muss man das ein bisschen mehr betonen. Wir haben ein Graffiti von uns auf dem Kiez. Hey, hallo! Hallo! Und ehrlich gesagt, dafür bewundere ich euch. Ja, ist so. Ich möchte auch ein Graffiti auf dem Kiez. Wobei, ehrlich gesagt, dein Kopf ein bisschen... Ja, ist jetzt nicht so gut getroffen, aber egal. Also wir haben Graffiti auf dem Kiez, ich sag's nochmal. Fertig. Ihr müsst euch das angucken. Genau, fotografieren, posten, liken und gewinne. Und zwar auf talk.de, da haben Peter und ich uns schon mal dafür beworben. Und ihr drei gebt jetzt auch in Kürze Konzerte und zwar im Januar. Ich habe es präsent, 27. Januar, ein Tag Frühling auf der MS Stubnitz. Drei Tage später, 30. Januar im Freundlich und Kompetent um 20 Uhr. Und jetzt wollen wir die Jungs in Korthosen auch hören und zwar mit dem Titel Julia und wir sagen Tschüss. Das war's erstmal von uns. Tschüss! Schön war's. Tschüss. Dankeschön. Und zwar, wenn man mal eine Affäre hatte, ja, was ja keiner von uns hatte, und man nicht möchte, dass es gleich alle mitbekommen, ist der Trick Doppelnamen. Ich lieg in ihren Armen und es war einfach wunderbar. Na ja, was soll ich sagen? Ich mach das nicht zum ersten Mal. Sie zieht mir an den Haaren und schwärmt: Oh Tom, mein Superstar. Ich antworte etwas erschrocken, dass Lars mein Name war. Doch sie lächelt nur und zieht mir ihren Finger auf den Mund. Tom sagt, sie nenn ich dich nicht ohne Grund. Er ist kurz, er ist einfach, er ist sexy, er ist cool. Und jeder hat einen Tom in seinem Magen, Freund ist cool. Echte Namen machen alles komplizierter als es ist. Jeder mischt sich ein und hat eine Meinung, wie du bist. Also leg dich wieder hin, denke schnell, wer ich bin. Sie sagt, tu mir den Gefallen. Nenn mich Julia, Julia, Julia. Ich sag wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hallo Julia, Julia, Julia. Ich bin machtlos, denn sie zieht sich aus und ich fall auf die Knie. Ist schon der 10. Tag, so langsam hab ich das Gefühl, dass ich sie so richtig mag. Ich schau ihr in die Augen und sag ganz männlich, tief und klar: Hallo, ich heiße Lars und Baby, du bist nicht Julia. Doch sie lächelt nur, legt mir ihren Finger auf den Mund. Tom sagt, sie werd jetzt bitte nicht zum Hund. Was du willst, ist kompliziert, was wir haben, ist entspannt. Sie schüttelt leicht den Kopf und nimmt bestimmt meine Hand. Mach so weiter und du wirst für mich nicht Tom, sondern Kevin sein, das hat gesessen. Ich folge ihr, ich knicke ein, ich will noch etwas sagen. Doch die Kleidung ist gefallen, sie sagt, tu mir den Gefallen. Nenn mich Julia, Julia, Julia. Ich sag wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hallo Julia, Julia, Julia. Ich bin machtlos, denn sie zieht sich aus und ich fall auf die Knie. Schlimmeres, als dass ein Mann das Spielzeug einer Schönheit ist. Naja, und weinen tu ich dann immer allein zu Haus. Doch kein Problem, ich hol dann schnell dein Nacktbild raus. Nenn mich Julia, Julia, Julia. Ich sag wunderbar, wunderbar, wunderbar.
zieht sich aus und ich, you.